Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesim-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Mad Games Tycoon. Ich muss mir jetzt mal überlegen, wie der Name ist. Ich weiß auch nicht, ich habe da so leichte Problemchen, mir das immer zu merken. Ja, irgendjemand hat geschrieben, du kannst auch eine Produktion aufbauen und nicht nur über eine Engine Geld verdienen, sondern auch über die Produktion kannst du Geld verdienen. Das stimmt. Aber es ist schwierig, so eine Produktion kostet 200.000. Ja, das ist nämlich der Witz da dran. Der Raum, den Raum zu bauen kostet 200.000. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, auf welchem Level wir hier sind. Neun Features, 24, 15.000. Ablehnen, wir haben keine Produktion. Ich darf... Warum denke ich da überhaupt drüber nach? So, für 100.000 können wir eine Doppelgarage umziehen. Aber ich will erstmal gucken, welche Engine haben wir auf dem Markt. 9, 22, okay. Also wir haben eine gute Engine draußen. So, auf Bankkredit können wir zurückzahlen. Haben wir noch 55.000 plus. Gucken nochmal, ob es Aufträge gibt. Es gibt normalerweise gerade keine Aufträge. Wir haben 4 Leute zu bezahlen. So, die Engine nimmt ein bisschen Geld ein. Minimal 14.000. Ja, falls heute kein Radsportmanager kommt und irgendjemand guckt hier rein und will wissen, warum kein Radsportmanager kommt, der ist mir gerade abgeschmiert nach 15 Minuten Aufnahme und ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein, die Etappe, die ich so gut wie gewonnen hatte, nochmal zu fahren am gleichen Tag. Das, nee, das wird mich nur aufregen. Deshalb fällt es heute aus, komm morgen. So, 47.000 über die Engine. Das läuft doch wie... geschmiert. So, wir richten mal schnell hier das Büro ein. Weil irgendwas gibt es immer zu erforschen. Hört sich blöd an, wenn ich das sage, aber irgendwas gibt es immer zu erforschen. Was ist denn was, was wir gerne machen? Da haben wir es. So, die sollen mal die Spieleentwicklung erforschen. Oh, Auftragsarbeit. Let's go! Wird das da reingerattert hier. Und dann gibt es 13.000 Cash. Ist die Forschung bezahlt. So, dann haben wir das schon mal. Dann Genres erforschen. Jetzt sag nicht, wir haben Wirtschaftsspiel schon erforscht, oder? Wir haben Wirtschaftssimulation schon erforscht. Ja, Leute, dann machen wir doch mal ein Spielchen, oder? Da muss doch was gehen jetzt. Mad Games Tycoon bringen wir raus. Wir haben dummerweise das hier noch nicht freigeschaltet. Wir können also keine 10 Features nutzen. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin, ein gescheites Spiel zu machen. Wirtschaftssimulation, Denkspiel. Das Ganze soll im Bereich Spieleentwicklung stattfinden. Soll natürlich mit unserer Wiesim Engine, die haben wir sogar noch so genannt. Also ich hatte das wohl vor, dass wir das so machen. Damit stampfen wir das jetzt aus dem Boden. So, wir machen das für einen Computer, weil der hat 57% Marktanteil. 82, der hier wird kommen, der hier wird gehen. Oh, ich weiß nicht, ey, soll ich das, soll ich für 35.000 DevKit kaufen? Wäre es eh knapp. Wir machen es mal nur für den PC. So. Optik, Spiellänge, Funktion, Spieltiefe, Core Gamer. Kopierschutz erwerben. Das muss sein. Sonst wird es kopiert. Das wollen wir nicht. 30, 15, 25, 30. Nee, umgekehrt. Nichts Genaues weiß ich nicht. So, auf jede Menge Sprachen. Wir wollen es viel verkaufen. Ja, und da geht's los. Wir können nämlich nicht alles nutzen. Das ist doch zum Mäusemelken.
Ja, Jungs, dann erforscht mal das B+. Nee, geht nicht, weil, ja. Kredit aufnehmen. Was bleibt mir anderes übrig? Sonstiges erforschen. B+ Spiel. Und ihr macht Auftragsarbeit. Je mehr Kohle wir irgendwie reinkriegen, umso besser. So, den holen wir auch noch hier rüber. Dass die ein bisschen schneller forschen. Ach, wir holen die beide hier rüber, dass die schneller forschen. Macht mal hin. Wir brauchen B+ Spiel. 4 Mann Hardcore entwickeln. Please. Dass wir alle Features reinkriegen, sonst gibt es natürlich wieder einen Flop. Wir wollen keine Flops, wir wollen gute Spiele machen. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, in den Kommentaren stand, von wegen, ja, von die Level 2 Leute, die du da holst, das ist kein Wunder, dann hol dir doch mal höhere Leute. Hol dir mal Level 7 Leute. Haha, den kann ich noch holen. Das war's, mehr gibt's nicht. Und das ist auch nur Level 2. So, 42.000 hier, Living Danger von Blue Ocean. Nee, das wollen wir nicht. Wir haben eh keine Produktion und kein Nix. Müssten wir alles umbauen, 200.000 für einen Produktionsraum bezahlen. Das ist natürlich viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten, 200.000 für einen Produktionsraum. Da müssen wir momentan alles ablehnen, irgendwie. So, B+. Gibt keine Features mehr. Was ist denn hier los? So. So, mal gucken, ob die das gebacken kriegen. Die beamen sich erstmal durch die Gegend. So, Auftragsarbeit, da gibt es eine. Können sie erstmal zeigen, was sie können. Das Ding da mal im 0,nix durchroppen, die Kohle nehmen wir mit und dann machen wir unser erstes Spiel, was wir dann versuchen beim Publisher rauszubringen, in der Hoffnung, dass wir damit Geld verdienen. Wirtschaftssimulation ist, glaube ich, sogar momentan in. Wirtschaftssimulationen sind sogar in. Simple 3D-Engine, natürlich kommen jetzt Sachen, die wir wieder erforschen müssten. Wäre ja auch anders zu einfach. Spiel entwickeln. So, nochmal das Ganze. Mad Games Tycoon als B+ Variante. Kostet einen Arsch voll Kohle, das zu entwickeln. Themenschwerpunkt Spieleentwicklung. Engine die hier. Weiter. Für den PC weiter mit dem Kopierschutz. Gameplay, Spiellänge, Funktionen, Spieltiefe, Core Gaming. Grafik 30, 15, 25, 30, alle Sprachen. Reicht die Kohle wieder nicht. Müssen wir noch einen Bankkredit aufnehmen? Es darf nicht wahr sein. Schuld mal der dreckigen Bank schon 500.000. Ich mag Banken nicht. So, okay, komm. Spieleentwicklung, wir legen los. Mit 4 Mann, da muss jetzt was bei rumkommen. Geht doch anders gar nicht. Oh, wir haben Bugs, wir haben Bugs, wir haben Bugs, wir haben Bugs. Wo haben wir den Raum? Wo haben wir den Raum? Qualitätssicherung. Akzeptieren. Schreibtisch da reinknallen. So, warum mache ich das? Ich will ein bugfreies Spiel auf den Markt bringen. Oh, Grafik in 16 Farben. Muss die ganze Scheiße jetzt rauskommen, während wir mitten in der Entwicklung von dem Spiel sind? Ist das jetzt denen ihr ernst? Nee, Angebot ablehnen. Kommt schon, Leute, kommt schon. Macht ein gescheites Spiel. Künstliche Intelligenz, wir pumpen da Technik rein ohne Ende.
Wiesem Engine, 51.000. Wir machen Geld über unsere Engine. Das ist immer sehr, 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 sehr gut. Es ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um ein Spiel zu entwickeln. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ein Spiel zu entwickeln. Weil wir jetzt einfach gewisse Features haben, die wir nutzen können. Ja, wir können zum Beispiel hingehen, können sagen, okay, wir wollen das Spiel hier verbessern, wir wollen eine bessere Spielbalance. Und dann kann der sich da sozusagen, kann der daran entwickeln, eine bessere Spielbalance zu machen. Aber ihr seht schon, das geht sehr, sehr schleppend voran. Aber das macht nichts. Alles gut. Ah, oh, Mist, es kommt eine neue Engine raus. Die kriegt uns ein bisschen den Markt ab. So, ich weiß nicht, ob wir... Machen wir Werbung für das Spiel? Puh, ich riskiere viel, ich riskiere viel, ich riskiere zu viel. 8.300 Besucher. 1.600 Fans haben wir jetzt. Ja, die werden auch nicht lange mit sich scherzen lassen. Die werden wahrscheinlich bald angeschissen kommen und werden sagen, mach mal ein bisschen Support für uns. So, der hier forscht jetzt. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich der forscht. Der hat 20 Forschung. Oder Gameplay. Der hat die das beste Gameplay neben Nick Frey. So, nee, das Spiel später veröffentlichen, weil wir müssen hier die Spielebalance noch durchprügeln. 15.000 über die Engine plus plus. Oh, komm, entwickel mal schneller, Kumpel. Das geht, komm, entwickel schneller. Oh, 85.000 hier über die Engine plus plus. Guardians and Boys. Ja, wir machen Geld, das ist gut. Geld verdienen aus den Engines raus ist hervorragend. Na komm schon, 84. 88, komm, da geht doch was. 91. Wenn er das durch hat, machen wir die Bugs raus und dann veröffentlichen wir. Oh, danke, dass es jetzt doch so schnell noch ging. So, Bugs entfernen, hier raus. Das dürfte jetzt ratzifatzi gehen. Ah, warum braucht er denn so lang? Das ging schon bedeutend schneller, muss ich sagen. Geschwindigkeiten programmieren hat er doch. Ja, SafeForce 3.0 kommt raus. Das heißt, unser Kopierschutz ist auch schon überholt. Entwickel die Bugs da raus, please. Mach mal hin jetzt. Da streckt er sich, da reckt er sich. Wir verlieren Geld ohne Ende. Wir müssen releasen langsamer. Aber es sind 13 Bugs noch drin. Ich glaube, man kann dann noch nach dem Release Bugs rausmachen, aber das will ich nicht. Ich will bugfrei releasen. So, bester Sound, Guardian and Boys. Beste Grafik, Red Cock. Was? Red Hokum. Studio des Jahres, Triple Fine. Und Spiel des Jahres ist Dark Sin. Hm. Dark Sin, dunkle Sünde, oder was? So, zwei Bugs noch drin. Null Bugs noch drin. Ja, wir möchten veröffentlichen. Wir suchen uns einen Publisher. Ah, immer noch keinen richtig gescheiten. So, Wiesim 4 Dollar. Hm. Ja, was bleibt uns anderes übrig, ne? Wir können zu denen hier gehen. Die machen eigentlich zwei interaktive Filme, die bezahlen aber 6. Wir können zu denen gehen, die machen Strategiespiele. Die bezahlen aber 7 Dollar. Wir gehen zu denen, die 7 Dollar bezahlen. Ja. Wir kriegen es einfach nicht hin, gute Spiele zu machen. Fragt mich mal warum. Ich blick's nicht. So, irgendjemand muss uns Geld verdienen.
Oh. 4.000 in der ersten Woche. 5.400 in der zweiten Woche. Das sieht so aus, als ob wir mal Geld verdienen. Nee, da kommt kaum was bei rum irgendwie. Alter Schwede, ey. Wir verkaufen 5.000 Stück und verdienen kein Geld damit. Das ist doch ein schlechter Witz. Dieser Publisher hat uns doch total beschissen. Ja, wir kriegen wenigstens einen Teil der Entwicklungskosten wieder rein. Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar alles rein. Oh oh. So, wir haben die 3D-Engine entwickelt. Das nächste Feature ist die Grafik in 16 Farben, was wir entwickeln. Wir machen mit Spielen einfach kein Geld. Ich verstehe es nicht. Aber wir könnten Glück haben. Noch verkaufen wir 2000 Stück. Wenn wir annähernd 2000 Stück bleiben und das noch eine Zeit lang weiterläuft, könnten wir wenigstens ins Plus kommen. Oh, Katari 7800 kommt auf den Markt, ja. Zu spät. Wird nie ein Erfolg, das Ding. So, wir haben die Grafik mit 16 Farben entwickelt. Jetzt müssen wir wieder hier rüber. Jetzt müssen wir nämlich den Engines Konkurrenz machen, die uns, Konkurrenz machen wollten. Alter, was ist denn hier los? Was mache ich denn? Ich verbox gerade irgendwie das Umrüsten hier von den Büros. Das ist aber auch nervig, hier immer die Büros da umzubauen. So, Engine programmieren. Alte Engine updaten. Die hier. Die Visum Engine. Mit allen neuen Features, die es gibt. 70.000 Entwicklungskosten. Wir haben 11 Features drin. Ja komm, wir nehmen 10.000 und 30%. Ich glaube, damit sollten wir hinkommen. Notfalls müssen wir es nochmal abändern. Die verlangen da 26. Müssen wir 25% und 15.000 nehmen für 11 Features. Kann ich das noch ändern? Nee, ich kann nur Projekt abbrechen. Das will ich nicht. Haben wir die hier schon drin? Nee, haben wir auch noch nicht hier drin. Müssen wir erst fertig entwickeln. So, das Spiel Mad Games Tycoon ist vom Markt genommen. Wir haben 10.000 Miese gemacht. Na, herzlichen Glückwunsch. Danke. Schön, dass wir die Rede drüber hatten. Ich mache einfach kein Plus mit eigenen Spielen. Ich weiß auch nicht warum. Passiert einfach. Freescape 2.0 erscheint. Das heißt, die ist auch schon wieder weiter wie unsere, oder? Ne, die hat auch 11 Features nur, genau wie die Arcsys 2.0. Verlangt 28% und 23.000. Hm. So, gehen wir auf eine Messe? Nein, gehen wir nicht. Wir gehen hier rein und wir passen direkt unsere Engine an. Wir sagen hier, wir hätten gern 15.000 für die Registrierung und 25%. Ich glaube, damit liegen wir ganz gut. Was die Engine betrifft. Sollen wir es nochmal versuchen mit einem Spiel? Ich bin geneigt, es nochmal zu versuchen mit einem Spiel. Am besten mit einem Nachfolger. Mit der neuen Engine, 11 Features. Nee, der hat 52% Marktanteil. Das ist echt die Frage, brauchst du da wirklich noch weitere Lizenzen? Aber ich würde mal sagen, ja. Brauchst du wohl oder übel. So, aber die sollen mal reichen. Das andere Ding wird eh bald vom Markt genommen, glaube ich. So, die Einstellung übernimmt er und zeigt mir hier Pfeile an. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen,
So, ich gehe hier mal zurück in die Hälfte. Ich will es einfach mal wissen, ob wir da eine bessere Bewertung kriegen. Könnte ja sein, ich weiß es nicht. Ich habe damit 0,0 Erfahrung. So, 96%, das reicht mir. 69%, Entschuldigung, reicht mir. Hier versuchen wir mal den kleinen Change. Und dann brauchen wir auf jeden Fall wieder einen Bankkredit, weil das kriegen wir niemals im Leben bezahlt. Ohne Bankkredit. Das kostet nämlich 371.000. So, wir machen wieder ein bisschen Pimp Your Game und da gibt es schon wieder mehr Spielermodus. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Aber ich will unbedingt mit einem Spiel auch mal Erfolg haben. Ich will nicht immer nur Engines bauen. Mit Engines will ich hier die Grundversorgung herstellen, aber nicht halt alles. So, Visum Engine 125.000. F1 Unlimited oder wie das Spiel hieß. Boah, krass. Hat mich voll saniert. Ja, es wäre schön, wenn das eigene Spiel uns mal sanieren wird. Ich glaube, wir müssen bald umziehen in eine Doppelgarage oder so. Ich glaube, es hat anders keinen Tauch. Der Platz ist hier ein bisschen zu gering. Wir könnten dort noch ein bisschen Produktion aufbauen. Könnten wir selbst verlegen. Ja, schön. 68.000 mit Emperor Storm oder wie das komische Ding da hieß. Hier Flight Sim, 53.000. Und Fire of Worlds, 46.000. Jetzt kommt aber Geld rein hier, mein lieber Mann. Komm mal hin hier, Freund. Die strecken sich immer und machen und tun. Das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das... ...5.200 wird vom Markt genommen. Da sehen wir schon das Katari-Problem. Die sind mit ihren Spielkonsolen irgendwie komplett gefloppt irgendwann. Ah, es ist schlecht. So, Platt Combat 55.500. Wir machen weiter, wir verdienen weiter Geld. Komm schon, komm schon, komm schon. Spielebalance, Spielebalance. Wird fertig, dass wir die Bugs rausmachen können. Die Entwicklung, die dauert ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Also ich habe mir das irgendwie ein bisschen flotter vorgestellt jetzt. Einfach weggeklickt. Interessiert kein Mensch. Weg. So, was haben wir hier? Besser Sound Magic of Palonia. Beste Grafik Magic of Palonia. Studio des Jahres TechSoft und Spiel des Jahres F1 Unlimited. Da haben wir ja richtig gut Geld mit verdient. Unsere Engine taugt doch was. So, Spielebalance ist hergestellt. Haben wir das Spiel eigentlich wieder Mad Games Tycoon genannt? Echt jetzt? Nicht 2. Müssen wir noch umbenennen. So, Spielbericht können wir leider nicht abrufen. Wir machen mal, was waren das jetzt? Wir machen mal die Bugs raus. Ich glaube, das war eine Engine, wo wir 44.000 mit verdient haben. Sogar das Spiel ist verwirrt. Ja, der C127 kommt auf den Markt. Leider auch ein Flop gewesen. War zum Glück ein C16 mit integriert. Ein C64 mit integriert im C128. Konnte man beim Starten durch haltender Tastenkombination das andere Betriebssystem aufrufen, glaube ich. Irgend sowas war das. Oder ich konnte eingeben, dass er umschalten soll auf den C64-Modus. So, 42.000 hier von Redshift. Und deshalb habe ich den gehabt und habe damit C64-Spiele gespielt. Auf dem C128 habe ich so gut wie gar nicht benutzt. Ich hätte eigentlich auch einen C64 kaufen können. Das war irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht. So, Visum Engine. Plus 51.000 machen wir über SWAT Fight. Oder SWAT Fighter von Acclaim. Komm, mach die Bugs raus hier.
macht die Bugs raus. Mehr sage ich dazu nicht, wie macht die Bugs raus? So, die Firma Sega wird in ein paar Monaten die Sega Master Station auf den Markt bringen. Alles Sammlerstücke heutzutage. Alles Flops damals. Weiß nicht, so richtig abgegangen ist nichts außer der C64. Ach, dass der PC hier so hoch bewertet wird, ist eigentlich, naja. Wie soll ich sagen? Ich habe das anders in Erinnerung, sagen wir es mal so. So, C127 ist auf dem Markt, gibt es jetzt das Dev-Kit zu kaufen. Macht die blöden 4 Bucks dann noch raus, dann können wir endlich releasen. Hopp. Publisher suchen. Immer noch kein guter dabei. Immer noch Markt macht ein Sternchen. Gott, ist das ätzend. Tja, da kriegen wir nur 4 Dollar, aber dafür sind sie Wirtschaftssimulationsfreaks. Da kriegen wir 7 Dollar, aber dafür sind die Strategiefreaks. Na, versuchen wir es heute mal mit dem hier. Wird schon schief gehen. Hust. Bewertung. Kommen wir über 50%. Na, wenigstens etwas. Mann, sind wir mies. So, jetzt hoffe ich, dass ich das wenigstens gescheit verkauft. Hallo, ich will das nicht. Ich will den scheiß Schreibtisch greifen, so. So, wir verkaufen 6.000, wir verkaufen 7.300. Da ist auch ein Mordsaufwand drin. So, Amico 1.000 soll veröffentlicht werden. Ja, ob das Spiel hier jetzt den großen Erfolg bringt, ob wir damit richtig viel Kohle verdienen, ob sich das Ding lang genug in Charts hält, damit wir am Schluss die Produktionskosten drin haben und ein bisschen Geld verdienen, das sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Denn ich bin hier raus, sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und würde mich freuen, wenn wir uns ja morgen wiedersehen. Dann können wir hier den ganzen anderen Plunder erforschen, den wir gerade eben hier noch gesehen haben. Ja, und schon geht der Abverkauf runter. Es gibt neue Technik und ja, schon will es keiner mehr kaufen. Ob wir es schaffen, noch 254.000 zu verdienen oder ob wir pleite gehen an dem Spiel, weil wir irgendwie 100.000 drauflegen, das sehen wir morgen. Bis dahin, macht's gut, bye bye.